Bist du fertig? Wir wollen los. Du, ich komm gleich. Warte mal einen Moment. Komm jetzt. Janine ist auch fertig. Wir wollen jetzt zum Einkaufen fahren. Wahnsinn, schau mal. Guck mal hier. Ich hab sie entdeckt. Ich hab Hannah gefunden im Internet. Nach 10 Jahren. Ich kann's nicht glauben. Schau mal, du kennst doch das Kinderfoto von ihr. Ja, klar. Das Pflaster und die Narbe. Es ist Hannah. Ich bin mir ganz sicher, nach all der Zeit. Ich hab sie im Internet gefunden. Schatz. Schau's dir an, bitte. Vergleich die Bilder. Schau's dir an. Hier ist die Narbe. Und hier Schatz. Bei ihrem Kinderfoto, als sie 4 Jahre alt war, vom Treppensturz. Es ist Hannah. Schatz. Ich bin ganz sicher. Vor 10 Jahren ist dein Ex-Mann mit deiner Tochter nach Belgien. Und seitdem hast du immer wieder eine Eingebung, dass das junge Mädchen irgendwo deine Tochter sein kann. Ich bin mir dieses Mal ganz sicher. Und du machst die ganze Welt verrückt. Ja. Ich möchte jetzt, dass du bitte die Polizei rufst, Schatz, und ich werde Kontakt mit Johanna aufnehmen. Schatz, ich verstehe Johanna dich. Johanna nennt sie sich. Wir haben auch beide eine gemeinsame Hannah. Tochter, die dich braucht. Und ich lass die Vergangenheit, lass sie doch einfach ruhen. Ich lass nichts ruhen, das ist Hannah. Eindeutig, ruf bitte die Polizei. Der Mann fordert die Unterstützung der Polizei an, denn es handelt sich um einen Fall von Kindesentführung. Die Mutter hat ihre vermeintliche Tochter auf einer Internetplattform angeschrieben und sie gebeten, sie anzurufen. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Sie hatten sich bei mir gemeldet? Was gibt's denn so Dringendes? Hallo, Hannah. Ich bin so froh, dass du anrufst. Ich muss dich unbedingt treffen. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich heiße übrigens Johanna. Du heißt Hannah. Ich weiß es ganz genau. Ja, wie soll ich das erklären? Ich muss dich treffen, weil ich bin deine Mutter. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Ich möchte nicht, dass du schon wieder so eine Enttäuschung erlebst. Du hattest so häufig jetzt schon solche Mutmaßungen, deine Tochter wiederzusehen. Ich bin mir ganz sicher, dieses Mal wirklich. Ich weiß, dass es Hannah ist. Das Foto, die Narbe, das kann kein Zufall sein. Die kommt bestimmt auch gleich. Polizeihauptkommissarin Sandra Fromme und Polizeioberkommissar Alexander Henke haben von dem Ehepaar den Treffpunkt übermittelt bekommen. Wir haben nur ganz kurz mitbekommen, es geht um den älteren Entführungsfall. Ja, vielleicht genau. Können Sie uns ein bisschen mehr erzählen. Meine Tochter Hannah, die ist vor 10 Jahren entführt worden, und zwar von ihrem leiblichen Vater. Vermutlich nach Belgien. Ich habe seitdem nie wieder was von ihr gehört. Ja, wir haben eine besorgte Mutter, die vor 10 Jahren ihr Kind dadurch verloren hat, dass ihr damaliger Lebensgefährte das Kind wohl entführt hat. Sie hat das zur Anzeige gebracht. Das Kind und der Lebensgefährte sind immer nie wieder aufgetaucht. Sie hat sich jetzt hier im Park mit ihr wohl verabredet und da auch die Polizei als Unterstützung dazu gerufen. Wie sind Sie denn jetzt drauf gekommen, dass das Ihre Tochter ist? Ich war durch Zufall. Bleiben Sie mal stehen einmal. Jetzt mal ganz kurz die Geschichte. Netzwerk. Und ja, ich bin so nervös, weil ich halt denke, die muss irgendwann auftauchen. Auf der Seite einer Musikschule, bei der auch meine andere Tochter Janine angemeldet ist. Und ja, Hannah hat da einen Post abgesetzt, kommentiert. Und ich sah das Bild, ich sah die Narbe. Da wusste ich sofort, das ist meine Tochter, ja. Also sie hat eine auffällige Narbe im Gesicht? Die hat eine auffällige Narbe vom Treppensturz, da war ich 4 Jahre alt. Meine Tochter hat mir gesagt, sie hat mich per Videochat angerufen und hat mir gesagt, dass ihre Mutter tot sei. Das heißt, mein Ex-Mann hat einfach eine Geschichte erzählt, von wegen ist sei tot. Und sagen Sie mir noch mal einmal bitte Ihren Nachnamen. Kunze. Frau Kunze, vorne Sie gehören zusammen, Sie, ja, das ja, ist Ihr Partner? Das ist sie. Das ist sie. Also das ist das Mädchen aus dem Internet auf jeden Fall. Und wer ist das, der jetzt dazu kommt? Das gibt's doch nicht, das ist mein Ex-Mann, Matthias! Sind die? Hallo, bleiben Sie mal stehen! Hier ist die Polizei! Matthias! Hallo! Was tust du? Hallo, bleiben Sie mal stehen! Polizei, bleiben Sie stehen! Egon, an alle, wir haben eine Nachbereichsfahndung nach einer Limousine, München, dunkle K-U. Limousine, DU, Ziffern 7, 8, Fahrer, männliche Person, Beifahrerin, weibliche Person mit auffälliger pinkfarbener Jacke. Die Flucht ist für die Polizisten ein Zeichen dafür, dass die Mutter recht hat und dass es sich tatsächlich um ihre vermisste Tochter handelt. Die Ermittlungen konzentrieren sich deshalb zunächst auf die Frau, die die 14-Jährige begleitet hat. Können wir bitte erstmal eine erklären, was hier überhaupt los ist? Ja, das wollen wir gerade von Ihnen hören, bitte. Ich weiß es ja nicht. Mein Name ist Caroline Großmann. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich mit der Tochter meines Lebensgefährten shoppen gehen. Sie wollte aber hier im Park noch jemanden treffen. Auf einmal mich? Ich bin ihre Mutter. Das ist meine Tochter. Das kann nicht sein. Ihre Mutter ist tot. Ihre Mutter tot. Ist tot. Sie aber ist einmal nicht kommt tot. Hier, mein Lebensgefährte hier runter, schnappt sich die Johanna und wie heißt Ihr Lebensgefährte? Matthias Schneider. Frau Kunze, beruhigen Sie sich, lassen Sie uns die Fragen stellen. Ja? Aber das interessiert uns tatsächlich auch. Das greifen wir mal auf. Na? Matthias Schneider, ist das der?
gewesen? Ich möchte dazu jetzt nichts sagen. Ich weiß ja gar nicht, worum es sich geht, was Sie wollen. Sie unterhalten sich gerade mit der Polizei. Ich habe Ihnen eine konkrete Frage gestellt. War das gerade Matthias Schneider? Ich möchte dazu überhaupt nichts sagen. Haben Sie mal einen Ausweis für uns? Den habe ich nicht dabei. Großmann ist Ihr Name, richtig? Ja. Und wie heißt die junge Dame? Johanna. Das ist meine Tochter und sie wurde entführt vor 10 Jahren. Ja? Nein, das Johanna ist aber Johanna, ja? Das ist richtig, ja? Johanna heißt sie. Nein, sie ist jetzt 14 Hanna. Jahre alt und sie wurde im Alter von 4 Jahren entführt. Sie heißt nicht Hanna, sie heißt Johanna. Wie alt ist sie denn, die Johanna? Ist Johanna. Ja, ist 14, aber ihre Mutter ist tot. Ja, das ist doch Wahnsinn, die wurde mir gerade wieder weggenommen. Ich habe es doch gerade vor Augen gehabt. Frau Kunze, alles wird gut. Wir kümmern uns darum. Wir haben die Fahndung rausgegeben. Wir werden auch den Herrn Schneider überprüfen. Und Sie werden uns jetzt auf die Wache mit begleiten. Wir haben einige Fragen an Sie. Sie sind im Moment nicht kooperativ. Wir müssen da einfach mal jetzt auch die Kripo dazu rufen. Und ich würde sagen, ich kann die Frau überhaupt nicht verstehen. Ich bin wirklich sauer, dass sie so unkooperativ ist, wo sie mitbekommen hat, dass meine Tochter entführt wurde und dass es mir wirklich schlecht dabei geht und dass auch meine Tochter ein Recht hat, ja, ihre Mutter wiederzusehen nach der Zeit. Und sie gibt keine Auskunft. Es ist mein Ex-Mann, ich bin mir sicher. Und sie ist stur und ich verstehe das gar nicht. Also ich bin richtig sauer. Ja, können wir verstehen. Die Frau ist tatsächlich komplett unkooperativ. Sie will auch keine weiteren Angaben machen. Wir müssen sie jetzt einfach mit auf die Wache nehmen, allein schon zur Klärung des Sachverhalts. Wir durchsuchen sie jetzt einmal. Nein. Doch, ja, sie ist nicht wirklich kooperativ. Angeblich hat sie kein Handy, keinen Kontakt. Sie will auch nicht wirklich Auskünfte geben zu ihrer Person. Ach, ein Handy hat sie angeblich auch nicht mit, hat sie jetzt doch mit. Das ist ein Fall für eine Kripo, weil wir gerade eine Entführung haben und das ist kein Kavaliersdelikt. In Deutschland gelten aktuell über 500 Kinder und Jugendliche als vermisst. Personenfahndungen bleiben bis zu 30 Jahre bestehen. Auf der Wache Duisburg-Nord haben sich die Kriminaloberkommissare Bora Aksu und Lara Grünberg die alten Ermittlungsakten des Entführungsfalls besorgt. Das ist hier die Akte von der kleinen Hanna. Das ist der Vater. Okay. Ja, und schau mal die Bilder da. Also ich meine, vierjährige Tochter Hanna. Ach, das ist die so Kleine. So würden wir sie natürlich jetzt nicht wiedererkennen, aber das ist die vor 10 Jahren gewesen. Wir haben es jetzt nicht so oft, das ist halt auch Zufall gewesen, dass das, dass offensichtlich das Mädchen entdeckt wurde. Und natürlich kramen wir dann in unserem Archiv und holen das wieder raus, weil das ist eigentlich nur eingestellt bzw. stillgelegt, das Ermittlungsverfahren. Aber das läuft natürlich weiter und kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Ja, so ein Entführungsfall verjährt ja auch nie. Also ja. Sobald wir irgendwelche Hinweise drauf kriegen, dass es sich hier um einen Entführungsfall handelt, dann holen wir die Akte noch mal hoch. So, pass auf, ich... Hallo. Hi. Wir haben die Frau Kunze und die Frau Großmann. Ah, sehr gut. Ja. Wir haben gerade die Akte wieder geholt. Ja, ne? Hallo, Grünberg ist mein Name. Die Schutzpolizisten und die Mutter identifizieren den Ex-Mann als Entführer. Die Lebensgefährtin ist für die Kriminalisten eine wichtige Zeugin, doch sie schweigt zu den Anschuldigungen gegen ihren Lebensgefährten. Sie wirkt nervös und schaut ständig auf ihr Handy. Ich war so glücklich, dass sie sich dann bei mir gemeldet hat, nachdem ich Kontakt aufgenommen habe. Auf der Plattform, was sie meinen Kollegen mitgeteilt hat. Genau, ich habe sie gebeten, mich anzurufen. Das hat sie auch gemacht. Und dann haben wir Entschuldigen Sie mal. Was machen Sie da? Das geht Sie doch nicht an. Also, ich bitte Sie, ne? Wir sind ja nicht bei der Bäckerei. Sie sind mit Grund hier, ne? Das Problem, was wir ja letztendlich haben, ist, auf dieser Internetseite haben wir die Frau nicht mehr gefunden, also ihre Tochter nicht mehr gefunden. Da steht nur, die Seite ist leider nicht verfügbar. Also ich kenne diese Meldung, die kommt, wenn man sich quasi entfernt aus dieser Seite. Wenn man ein Profil löscht, dann kommt diese Meldung. Das heißt, dieses Profil... Das war bestimmt mein Ex-Mann. Ich bin ganz sicher, aber wissen Sie, ich habe einen Ausdruck gemacht. Bislang gibt es keine neuen Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vaters und der 14-jährigen Tochter. Der Mann ist unter seinem Geburtsnamen nicht in Duisburg gemeldet. Die Kripo-Beamten vermuten, dass er eine falsche Identität benutzt. So, Frau Großmann, jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Fangen wir doch mal von vorne an. Genau, ist ja hochinteressant, was heute passiert ist. Und wir würden sehr gerne mal wissen, wie Sie das gesehen haben. Stimmen Sie mich nicht falsch, ich möchte ja Johanna nur schützen. Ich liebe Johanna. Was soll denn mit Johannas Mutter wohl passiert sein? Also laut meiner Information ist die Mutter vor 10 Jahren gestorben. Das ist das, was mein Lebensgefährte mir gesagt hat. Ja, aber das ist das, was ich weiß. Und Johanna hat auch nie daran gezweifelt. Mein zukünftiger Mann hat bis vor einem Jahr in Belgien gelebt. Und er ist jetzt... Sie wurde nach Belgien entführt, meine Tochter. Sehen Sie nicht die Zusammenhänge? Ich weiß nicht, was ich scheiße soll. Mehr kann ich Ihnen auch nicht dazu sagen. Es tut mir wirklich leid. Also ich finde es total frustrierend. Ich meine, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage, ja? Ich suche seit 10 Jahren verzweifelt
nach meiner Tochter. Die ist nach Belgien entführt worden. Sie haben Belgien selbst angesprochen. Und ich meine, ich hoffe jetzt wirklich Hilfe zu bekommen. Ich war so glücklich, dass ich sie im Internet wiedergefunden habe. Und jetzt ja, wird sie mir zum zweiten Mal vor meinen Augen entrissen. Und Sie sind überhaupt nicht kooperativ. Sie setzen sich hier hin und tun so, als würde sie das alles gar nichts angehen. Die Ermittler erhöhen den Druck auf die Zeugin. Die 35-Jährige scheint sich der Situation entziehen zu wollen und bittet die Kripo-Beamten, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Dann gehen Sie mal und denken Sie mal drüber. Lassen Sie mich. Ich komme auf jeden Fall mit. Wir haben hier natürlich in diesem Fall hier die beiden Frauen absichtlich mal allein in Richtung Toilette ziehen lassen, damit sie sich vielleicht mal unterhalten über die Sache. Vielleicht, dass die andere Frau mal der Mutter vielleicht ein bisschen mehr erzählt, sie mehr Erkenntnisse rausbekommt. Normalerweise würden wir sowas gar nicht machen. Das ist nicht typisch, aber wir waren in der Nähe und wenn jemand hätte flüchten wollen, dann wären wir sofort zur Stelle gewesen. Ich habe es niemals aufgegeben. Ja, gute Nacht. Sandra ist dran, sie telefoniert gerade mit einer Mietwagenzentrale. Das Fahrzeug ist gesehen worden am Parkplatz. Okay. Ach, was? Ja, telefoniert gerade mit dem. Ja. Ich gucke mal, ob da noch weitere Infos rauskommen. Was sagen Sie da? Also offensichtlich ist das Fahrzeug gefunden worden von ihm, aber die Kollegen sind noch am Recherchieren. Also da müssen wir halt einfach mal gucken. Also offensichtlich werden wir ihren Freund finden. Ne? Genau, der haut bestimmt nochmal ab. Also, ja, nochmal abhauen noch können wird er nicht. Zu der ganzen Sache. Sie haben sich ja eben unterhalten, ne? Was meinen Sie? Er hat mir mehrere Nachrichten geschrieben, also, dass ich nichts sagen soll. Okay. Und dass er jetzt noch mal mit Johanna wegfährt. Jetzt, wo sie gerade hier sind. Er will nicht nochmal wegfahren. Können Sie uns die Nachrichten zeigen? Und ich kenne ihn auch nicht unter Matthias. Zeigen Sie sondern? Mal. Das ist aber jetzt wichtig. Matthias Baumann. Unter Matthias Baumann kennen Sie ihn. Dann hat er noch seinen Namen geändert. Ich hab's du doch sagst denen nichts, mach dir keine Sorgen. Ich erkläre dir später alles. Versprich mir, dass du absolut nichts sagst. Wie lange halten die dich noch fest? Verdammt nochmal, melde dich mal, wir sind erstmal. Die neue Lebensgefährtin von unserem Hauptbeschuldigten, die sieht jetzt auch so langsam ein, dass ihr neuer Freund wohl ein bisschen Dreck am Stecken hat, dass hier eine sehr schwere Straftat im Raum steht. Und sie kennt ihn unter dem Namen Baumann und nicht unter dem Namen Schneider. Ich habe jetzt die Infos von dieser Mietwagenfirma, wo das Fahrzeug abgestellt wurde. Okay. Ein Matthias Baumann hat da ein anderes Fahrzeug angemietet. Baumann heißt er nämlich, das haben wir gerade erfahren. Er hat seinen Namen wohl geändert. Einen silbernen Mietwagen und der Inhaber der Mietwagenfirma hat gesagt, er hatte seine Tochter dabei. Ja. Und es ging wohl irgendwie darum, dass die eine Reise unternehmen wollten. Und die Tochter hat gesagt, sie muss aber erst noch nach Hause und muss Sachen packen. Okay. Und er selber hat keine eigene Meldeadresse. Er hat gesagt, als Meldeadresse für das Fahrzeug Erika Schneider. Erika Schneider? Das ist die Mutter meines Ex-Mannes. Ich hab's doch gewusst. Die Mutter? Erika Schneider, meine ehemalige Schwiegermutter. Ich hab auch eine Adresse. Die ehemalige Schwiegermutterweg 13. Die Kriminaloberkommissare bitten die Zeugin, auf der Wache zu warten. Sie eilen sofort mit der Mutter und den Schutzpolizisten zu dem Einfamilienhaus in Duisburg-Rahm. Da drin ist niemand. Ja, ob wir zu spät sind, das können wir jetzt noch gar nicht beurteilen, aber vielleicht sind wir auch zu früh. Das kann auch sein, aber im Moment finden wir jetzt hier niemanden. Wir können keinen antreffen. Nee. Das Fahrzeug steht nicht. Wie gesagt, ich kann auch niemanden sehen. Also hier, schau mal, das ist das Fahrzeug. Komm her, los, hey, geht's! Hey, stehen bleiben! Das stehen ist das Auto! Hier hinterher, Alex, hinterher! Oh, 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 oh. Ob das gut geht? Jetzt halt an, halt an! Halt! Oh. Alter. Oh Mann. Hey, hallo! Hey. Ist alles gut? Hallo? Alles gut? Ans Auto. Okay. Oh Gott. Ganz ruhig. Okay, ganz ruhig. Komm, setz dich einmal hin. Du bist die Hanna, oder? Johanna. Ja, hast du Funke dabei? Ja, ich hab dein Papa? Hast du gerufen? Ja. Wir haben dich gesucht. Ja, wieso? Ich verstehe das alles gar nicht. Du weißt gar nichts? Nein. Das ist dein Papa, ne? Ja, das ist mein Papa. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Zeitpunkt ist, aber wir müssen es einfach sagen, wir haben dich gesucht. Das ist deine eigentliche Mutter, deine leibliche Mama. Hanna. Meine Mutter ist aber gestorben. Ist sie aber nicht. Ich bin wirklich deine Mama, Mutter, so ich glaube, dein Vater hat dir einfach was vorenthalten, die ganzen Jahre. Ganz hast du nicht gelogen? Die ganze Zeit über? Wir waren 10 Jahre in Belgien. Ich wollte doch nur du hast mir gesagt, dass meine Mutter tot ist. Deine Mutter hätte mir nie erlaubt, dich zu sehen. Das ist doch Quatsch. Wie kannst du glauben, ich hätte dir dein Kind weggenommen? Das hätte ich doch niemals gemacht.
Niemals! Aber auch die ganzen Jahre, ihr die vorzuenthalten und das Mädchen auch im falschen Glauben zu lassen. Also man kann sich das überhaupt nicht... Ich bin so froh, dass ich dich wieder gefunden habe nach 10 Jahren. Ich habe dich 10 Jahre lang gesucht. Im Internet, ich wusste gar nicht, überall. Dass du überhaupt Also ich bin total erleichtert natürlich auf der einen Seite, aber andererseits, dass es jetzt hier mit Unfall und so dramatisch alles endete, das betrifft mich doch schon auch sehr. Und ich kann einfach nicht verstehen, dass Matthias sowas gemacht hat und meiner Tochter erzählt, ist sein Tod. Sie ist jetzt in dem Glauben aufgewachsen, dass ich tot bin, das 10 Jahre lang. Und ja, ich muss das erstmal alles verkraften und ich hoffe, dass wir einen Weg finden, dass wir das alle zusammen verarbeiten. Mittlerweile sind auch der Mann und die gemeinsame Tochter eingetroffen. Die 10-Jährige ist mit dem Wissen aufgewachsen, dass sie eine große Schwester hat. Was? Ich wusste nicht, dass ich eine Schwester habe. Oh mein Gott. Ist das schön für euch so? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt so leicht überwältigt, ne? Wenn man sich vorstellt, dass man so lange nicht wusste, dass man noch eine Schwester hat, eine Mutter vor allem, die soll ja eigentlich gestorben sein, so wie sie sagte. Also es ist, ja, es ist ein schönes Gefühl, oder? Der Vater wird wegen Entziehung Minderjähriger angezeigt. Mithilfe des Jugendamts arbeiten Mutter und Tochter die Vergangenheit auf. Die 14-Jährige ist zu ihrer Mutter und ihrer neuen Familie gezogen und hat den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen.